So, Chat, gute Nacht jetzt. Ah! Ja. Es ist jetzt eine Seite abgeschnitten. Freunde, es wird Zeit für eine Zusammenfassung. Twitch Deutschland, hier vom Kanal Voll Content. Ganz frisch, 12 Abonnenten, wurde uns reingepostet. Mit oder ohne Butter heißt das. Wir gucken mal, was die Kollegen und Kolleginnen so treiben. Voll Content. Quasi keinmal dran gestorben an dem Versuch. Ich liebe sowas. Das ist Peter. Das ist Peter. Hallo Peter. Ja, Freunde. Hallo meine Damen und Herren. Hi, ich bin Maluna. Ich bin Gamer oder sowas. Diese Gamer. Ah. Ich bin Jen und ich esse jetzt Nutella-Brot mit Butter. Ich bin... Nein, Jen! Du warst die Auserwählte. Warum denn mit Butter? Oh nein, man isst Nutella nicht mit Butter. Der Klassenclown. Isst man Nutella. Nein. Oliver. Freunde, nein. Oliver, doch. Nein. Doch, Oliver. Oh Gott. Butter ist Geschmacksträger. Okay. Dann ist doch Butter. Es trägt den Geschmack, Oliver. Okay, alles klar. Verstehst du das nicht? Ja, oha. Katja. Tja. Keine Ahnung. Was passiert? Jetzt auf YouTube und bei uns. Wir gucken das jetzt. Also jetzt. Nach meiner Info unverzüglich. Also jetzt. Bruder, der ist aber auch der Aufwand, mich da auch auf die Originalszene raufzukarten. Respekt. Und vor allem, seit wann gucken wir uns Videos von PA Sports an, Alter? Ah, Sevilla, da biba. Du drüben hältst jetzt die scheiß Fake-Fresse. Aja! Stipendia! Madamisiga! Oh! Sie ist my stark, sister stark. From another mister. Ich liebe das Attitude. Die hört auf dem Weg zum Dorfmarkt, hört die so Eist Matcha Latte zu spät beim Pilates. Das ist die richtige Dorfbitch. Ich feier sie, Mann. Lukas voll gefangen von Maluna. Er hat sich freiwillig hier hingesetzt. Er hat selber diesen Stuhl hierher geholt. Ich habe dich nicht gezwungen, richtig? Moment, hatte die Knarre! Das war ein Zauberspruch, oder? Ja, ich glaube wirklich, Alter. Stark? Und guckt Fischi nach. Fischkopf cheatet. Ja, und dann habe ich. Oh, Leute, ich glaube, das muss man kurz erklären. Guck stand mal. Oder? Ja, ja, hier unten siehst du nämlich unten links, Smashnetic ist tot, sie POV'd ihn gerade, okay, ja, alles klar. Ey, das ist bei PUBG aber voll normal, ne? Bei PUBG ist das echt schlimm, wenn du gestorben bist und jemandem zuschaust, das haut nie hin. Du siehst den Aim nie korrekt. Fischkopf cheatet. Ja, und dann habe ich halt diesen Esel gefickt. Ja. Checkt ihr das? War eine verrückte Story, aber zurück zum Video. Ja, also ihr seht's auch, ne? Was? Das ist ein Fisch hier auf jeden Fall, krass. Was? Ja, als ob. Aber jetzt im Ernst, du spielst wirklich, das ist so witzig. Du spielst PUBG und du kassierst irgendwie einen krassen Headshot von weiß ich nicht wo und du denkst dir so, nee, Digga, auf keinen Fall hat er mich so getroffen. Deathcam, ich guck mir die Deathcam an. Und dann guckst du durch die Deathcam, siehst so eine Scheiße und denkst dir, erstmal reporten als Cheater. Ist wirklich immer so. CBS habe ich. Norway und ich haben das. Wir haben hier eine Achse aufgemacht. Fuck, fuck! Nein! Die Achse des Grauens. Das hat keiner gesehen. Keiner hat das gesehen. Das war ja so schlimm. Ich krieg Albträume davon. Also sagt mir, dass ich lüge, aber das ist doch das Profilbild von jedem älteren Mann auf Facebook. Ja, Milchbaum war schon lange nicht mehr dabei, ne? Was ist denn da los? Ist Milchbaum seriös geworden? Ja. Ja, was für Peter. Oh, das ist ein geiles. Ich hab noch. Ups. Rezo, zeig Füße. Nee. Ich zeig direkt dick. Das ist ein prächtiger Prügel. Ich glaube, 3 Minuten nachdem wir uns kennengelernt haben, habe ich ihm meinen Schwanz gezeigt. Ich schwöre, das hat einen plausiblen Grund. Es ist ein schönes Ding. Ich bin traurig. Ich habe Vorhaut, hart, groß irrigiert. Ich würde ein bisschen Schamhaar stutzen noch. Es ist umso lustiger, wenn man weiß, dass du in der Sekunde tatsächlich ein Schwanzbild auf dem Foto hattest. Ja, was wir dann alle hatten.
Und das wäre es noch viel lustiger, dass Rezo mir in den ersten 3 Sekunden damals sein gezeigt hat. Okay. Ich habe ihn gesehen, ich habe mich trotzdem erschrocken. Ich schlafe heute mit offenem Fenster und auf offener Tür. Nee, ich schlaf bei euch im Bett, ist mir scheißegal. So, Chat, gute Nacht jetzt. Ah! Ja. Es ist jetzt eine Seite abgeschnitten. Hat er dich gekriegt? Das ist ja 10 von 10. Komplett. Oh, Bruder, wir müssen einfach wieder Horror spielen, Mann. Ich merke das immer wieder. Es macht so viel mehr Spaß mit Leuten, die sich erschrecken. Digga, der war ja 10 von 10 lustig. Es ist jetzt eine Seite abgeschminkt. Und jetzt schaut euch mal bitte diesen Unterschied an. Das ist schon krass, oder? Bei denen, die mit Plätzen sind, sieht's aus wie ein anderes Land da vorne. Ey, Digga, schön, dass du eingeschaltet hast. Bruder, kannst du mir nicht erzählen? Erst die Milch und dann die Cornflakes. Ein Teller mit Butter. Was macht diese Butter da? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Wait, ist das Redemption Arc? Jen? Ach, sie hat das probiert für den Stream? Ja. Oh, jetzt get ich das erst. Okay, sie ist eine von den Guten, die Nutella ohne Butter isst und hat es für den Stream probiert. Jen war noch nie eine von den Guten. Jen, ich bin auf deiner Seite. Ja, du warst auch noch nie einer von den Guten. Come on, hast du schon mal Nutella ohne Butter on Stream probiert? Nein. Sie hat Nutella mit Butter on Stream probiert, hat gesagt, ist eklig. Statistisch gesehen sind wir in Führung. Du und Jen, ja. Genau. Okay. Was siehst auf G, kannst du pinken. Auf G? Nein, bitte. Nein, nein. Junge, das ist insane. Ich sehe nur beide so vor mir. Was denn für eine Maut, bitte? Mauttunnel. Wie viel denn? 2,10. Hallo? 2,10. Ich hab's nicht klein, ist es geht das. Sie haben's nicht. Ich hab's nicht. Ich wusste gar nicht, dass man hier zahlen muss. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich hab mir die informiert. Das ist ja der Hammer. 10 Euro. Ja. Kriegt er zu viel Taschen? Wir machen. Ja. Ganz ehrlich. Ich hab nur einen 20 sonst. Ist ja wohl unfassbar. Oh Gott, vielen Dank. Schönen Tag für dich. Kannst du ihm Kleingeld geben? Als Taschengeld? Ja, das nächste Mal gebe ich ihm Kleingeld. Schönen Tag. Schönen Tag noch, Alter, was war denn er? Das war ja insane geil. Das war ja übel gut. Das ist, wie ich mir das wünsche, um ehrlich zu sein. Also Leben, ja. Das ist ja voll gut. Nee. Oh, meine Arschritze tut immer noch weh. Also spucken wir nicht, oder wie? Ich glaube, wir spucken nicht. Ach, Mann. Ich könnte dich anspucken. What? Ich glaube, die meinen das schon ein bisschen da hier schweinisch, hä? Mit dem neuen Hintergrund sieht sie dann irgendwie viel erwachsener aus. Ich mach jetzt auch Content für Erwachsene. Okay, es sieht aus, als würde er in Zeitlupe total episch, aber wahnsinnig bekifft auf dem Pony reiten. Das ist super spezifisch, aber auch wahr. Dafür habe ich einen super spezifisch passenden Sticker. Ich muss gerade sagen, ich finde es voll, es ist lustig, aber voll schade, dass man da gar nicht die Originalszene zusieht, wo wir das so kommentiert haben. Ich habe euch den Sticker geschickt. Guckt euch den Sticker an. Warte, ich gucke. Ach ja, mein Lieblingssticker. Ich werde nun ein wenig wichsen, ich liebe den. Mit Kevin. Ja, ist ein guter Sticker, ist ein guter Sticker. Ist ein guter Sticker. Ich mag den. Ich auch. Wer würde denn mehr als 4 Euro zahlen, um sich von uns ficken zu lassen? Ihr Huren. Deswegen hat Jeff Bezos das auch probiert in seiner KI-Version. Glaube ich. Was bist du denn? Was war das? Was flog denn? Eine Amazon-Drohne, die einfach überprüft, dass wir nichts Kritisches sagen hier. Mit dem Jeff Bezos lachen gleich viel besser. Du alter Gönner. Ha? Wirklich, das, da flackert's. Ihr habt es gerade gesehen. Mein Licht ging aus. Lol. Du darfst nichts sagen. Irgendwer hört damit. Lu? Ja? Lass jetzt bitte nicht falsch verstehen. Bleib mal so stehen. Das war keine sexuelle Belästigung. Dieses Wochenende dann aber wirklich entspannt, ne? Wollt ihr wissen, wie sehr ich mich erholt habe und nichts gemacht habe? Ich weiß nicht, woher ich das habe. Oh. Meine Lippe ist auch abgeschlagen, weil ich mir da ein Bier gegen gehauen habe. Hier geht's weiter. Party hard, Alter.
Das ist aber ein klassischer Fall von besoffen über einen Zaun. Ja! Ja, doch. Ey, ich wette. Das ist schon sehr besoffen. Über so einen Stabmattenzaun. Das ist besoffen über einen Stabmattenzaun klettern, ich schwöre. Das könnte sein, ja, doch, das passt. Auch crazy. Der Abstand der Kratzer passt auch zu einem Stabmattenzaun, möchte ich nur mal kurz sagen. Thema Stabmattenzäune übrigens ultra gut. Aber auch schon so, dass du den im ersten Moment nicht gesehen hast. Also ja, auch mehr so unfreiwillig. Der ist so ein Ticken zu wobbly, weißt du, so beim Klettern. Ja. Was heißt nochmal Mittelalter auf Deutsch? Der andere ist auf low. Flashbang, Fake Flash, kann einfach rein. Ich hab ihn mit der Flash gekillt. Oh mein Gott. Geht das? Ein HP zieht so eine Granate ab. Egal welche, ich glaube, wenn die einen trifft, zieht die ein HP ab. Really? Ich hab ein schlimmes Déjà-vu. Lustig. Okay, das ist geil. Hast du ihn abgeworfen? Also, Romatra hat gerade eine halbe Stunde Minesweeper gespielt. Anders erträgt man die Scheiße ja auch nicht, Alter, der Drecks mir auf ist. Jetzt halten Sie mal die besoffene Schattmaul. Ich lass mich nicht entmündigen. Sie feuern den, der eingesperrt wurde. Sie er sind ja selber besoffen. Was sie sind und machen. Das war gut. Unsere Tastatur ist gerade einfach von selber runtergefallen. Das war wieder die Bezos-Fliege. Die ist das. Ah, ich verstehe. Bezos-Drohne, Digga. Die Bezos-Drohne. Das ist wirklich ein bisschen frech. Ja. Ich würde sie es auch wirklich probieren. Es war nicht schlecht. Ach, schade. Es war nicht schlecht. Oh, nee. Ja? Oh Gott. Hol dir Verkaufsanalyse aus dem Finance-3-Ordner. Chef, hol dir Verkaufsanalyse aus dem Financial-3-Ordner aus ihrem Büro. Hol dir Verkaufsanalyse machen. Wir lassen die Wäsche in Baden-Baden waschen. Hey, macht gar keinen Sinn. Warum nicht in Waschen? Immer noch stark. Oh, danke. Danke. Ich hab vergessen, das Ding. Oh, damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet, Alter. Die Katze wurde Ich habe auch nicht damit gerechnet. Die Katze wurde gegronkt. Das hat Konsequenzen. Oh, ich habe wieder vergessen, Gamergirl-mäßig zu niesen. Das macht man doch so, oder? Oh, ich muss niesen. Oh, Entschuldigung. Besser, ne? Sind sie alle besoffen? Ja, weil wenn er jetzt eine Kacke bauen würde. Ich brauche eine Verkaufsanalyse aus Financial 3. Sonst würde das nicht benötigen. Ey, mir fällt immer wieder auf, wie lustig dieses fucking Spiel ist, Mann. Wir müssen das nochmal spielen. Ja. Das ist so gut. Ich hab dich an den Eiern, Jay. So, Jules, jetzt ganz genau aufpassen. Ich werde jetzt die Antwort aufdecken, aber danach gibt es noch mal eine Setzrunde. Also in späteren Fragen darfst du da nicht anfangen zu jubeln. Es soll ja 7 außer sein, die Antwort. Dein okay, danke schön. Acht? Ich meine, ich gucke alle Folgen, aber danke, dass du es nochmal erklärst. Warum kannst du das aber auch als Play benutzen? Warum ist 8 falsch? Die Antwort aus der ersten Staffel leben noch 7 Personen. Oh, da war ich gar nicht so weit weg. Oh nein, All-In stand da, das ist nicht gut. Hat Sepp ihn hart gebaitet da. Aber richtig. Gut. Jetzt randaliere ich. Aber der Weg dorthin reicht ihm. Mir reicht! Ich raste aus! Wie kann man nicht so einen Scheißplan arbeiten? Jetzt randaliere ich, ich mache alle fertig! Boah, es muss aus deren Point of View richtig gut gewesen sein. Mir ja, rein! Ich raste aus! Wie kann man nicht nur den Scheißladen arbeiten? Jetzt alle hier, ich mach ja alle fertig! Man hat nicht gehört. Mann, Scheiße! Nein, die Besos-Drohne ist! Oh, den Peter habe ich noch aus, die Sau. Peter, komm ins Bett. Peter, Betze. Peter! Komm ins Bett? Ey, das ist ja Gold! Ja, geil! Sweet! Ey, Freunde! Hier! Abonniere ich direkt! Mit Glocke! Rein da! 10 von 10! Voll Content! Rein da! Warum haben die nur 12 Abonnenten? Lass das mal ändern, Freunde! Geht da mal rein, abonniert mal! Das ist echt gut geworden, muss ich wirklich sagen! Ich hoffe, da kommt noch mehr! Let's go! Hat mir gefallen! Stark!